Nachdem Roy Celia zu Hilfe eilte, folgt er Sophias Bitte und begibt sich in die Wüste von Nabata. Laut Sophia befindet sich ihr Dorf Arcadia in einer versteckten Oase. Das Dorf wird von Piraten die Zange genommen. Roy glaubt, dass die im Dorf lebenden Drachen das Ziel sind. Die Armee Lucias begibt sich zügig nach Arcadia. Ein Sandsturm stellt sich ihnen entgegen. Ja, das ist das angesprochene Kapitel, wo ich meinte, ich mag es nicht. Ja, und damit herzlich willkommen zu Let's Play Fire Emblem The Binding Blade. Ich weiß nicht, welcher Part das heute ist. Ich bin da schon von Anfang an raus gewesen. Darum. Oh, Schicksal, die Option gibt es. Welchen Rang möchtest du überprüfen? Du kannst, dann schränk dich mehr an. Das wäre alles. Super. Überleben deine Einheiten. Mach weiter so. Das wäre alles. Ach du Scheiße. Okay, 11 Einheiten. Luth kommt mit, Saul kommt mit, Elfin kommt mit. Es wird kein Kavalier mitkommen, weil die hier echt scheiß Bewegung haben. Die kommt mit. Wade kommt mit. Barzo kommt mit. Klein kommt mit. Rutger kommt mit. Allen kommt mit. Astolfo kommt mit. Aus dem einfachen Grund, er hat die Reichweite, die in der wir sehen können. Ich hab immer noch Armas bei Roy, das ist schon sehr witzig. Ja, oh kacke, stimmt, die sind meine Raketen auf der Map. Die haben mich echt fertig gemacht. Kriegsdrachen kreiert vom Dämonendrachen. Das heißt, ich muss den, dementsprechend den Wurmtöter mitnehmen. Wer hat den denn? Chat. Ja, komm, wie gesagt, dadurch, dass ich die anderen Saves habe, ich gebe dir mal Armats für dieses Kapitel. Das wäre, denke ich, so das Angebrachteste. Ich meine, die sind sehr resistenzschwach, aber Sicherheit geht vor. Ich meine, es sind auch Schätze auf der Map, aber ob wir die alle finden werden, das weiß ich nicht, ob ich die auch suchen werde. Denn das will ich auch nicht. Okay. Beeil dich, Faye. Folge diesem Pfad und finde einen Ort zum Verstecken. Kannst du das schaffen? Ich bin müde. Jetzt ist nicht die Zeit, sich zu beschweren. Geh oder Piranensoldaten werden uns aufspüren. Was ist mit Sophia passiert? Das weiß ich nicht. Vielleicht wurde sie von Piranstruppen gefangen genommen. Aber wenn Piran uns fängt, können wir die Welt draußen sehen. Faye, nein. Der Älteste erlaubt keinen Kontakt zur Außenwelt. Ach, Menno, bitte. Nein. Ich frage mich, wie Piran von diesem Dorf erfahren konnte. Vielleicht hat das etwas mit der seltsamen Macht zu tun, die Sophia in Soldaten spüren konnte. Was? Ah, entschuldige. Es ist kein guter Zeitpunkt für so etwas. Faye, hier drüben, beeil dich. Ich will auch die Außenwelt sehen. Zeiss, ist General Narshin schon hier?
Er hat uns Söldner und Drachen geschickt, aber der General möchte wohl nicht persönlich auftauchen. Was um alles in der Welt denkt er sich nur? Die paar lausigen Truppen sollen uns einen Vorteil verschaffen? König Sephir muss über die hier lebenden Drachen informiert werden. Zeiss, geht nach Aquileia und erstattet ihrer Majestät Bericht. Was soll ich mitteilen? Sagt ihm, dass sie ja in der Tat Drachen hausen. Ein Gefangener meint es sogar heilige Drachen, die mächtigsten unter ihnen. Geht schnell. Ja, Sir. Das ist ein übler Sandsturm. Ja, diese Sandstürme haben unser Dorf immer vor Eindringlingen bewahrt. Ich denke, die meisten würden hier ganz schnell aufgeben. Ich kann kaum einen Meter weit blicken. Wohin sollen wir? Geht nach Nordosten, aber... Ja. Im Sand könnten Objekte versteckt sein, die im Sande verweht wurden. Die vom Sande verweht wurden. Bitte, passt auf. Ja, wir haben Sophia. Das ist eigentlich schon alles. Und wir haben Cecilia. So einfach aus dem Nichts bekommen. Mein, schön und gut, aber... Ich würde ja... Ja. Es geht einfach... Es geht besser, als einfach so joinen zu lassen, ohne was zu sagen. Einmal wieder schöne... Leute, erstmal ein Talisman gefunden. Es geht besser. Das will ich sagen. Also viele der Schätze liegen auf jeden Fall unter den in der Nähe dieser Knochen versteckt. Ja, was ist mit dir? Du musst überleben fürs Guide-Chapter. Das ist sehr wichtig. Deswegen muss ich gucken, wie ich dich am besten hier benutze. Das Problem ist, selbst Cecilia hat ja Probleme durch ihre Kavallerieklasse mit dem Pferd. Ja, und Sophia, was soll mit der machen? 14 Angriff, schön und gut, aber es lohnt sich halt nicht, in sie zu investieren. Ich frage mich, was sie sich dabei gedacht haben. Ach ja, Sophia, FE7 kennt man sie auch. So, mal sehen, was hier auf mich zukommt. Ich rechne mit nichts Gutem. Und da sehe ich einen Magier, das ist schon allein nicht gut. Ja, das ganze Kapitel ist echt nicht mein Typ. Also ich finde dieses Sandkapitel ist so schlimm. Auch wegen Fog of War. Ein Donner zerbrach. Hat sich der Magier bewegt? Ich habe es nicht gesehen. Ja, hat er. Oh, was ein Wunder. Sophia wird gedoppelt. Rutger sollte nach oben. Mann, diese Kapitel.
Damage machst du? 25. Kritte Luth. Meine Raketen sind einfach scheiße, ey. Das macht keinen Spaß, gegen die zu kämpfen. Das hört sich irgendwie für mich was an wie so eine Toilettenspülung, eine richtig komische Toilettenspülung. Don't ask me why, bitte frag das nicht nach, warum ich das denke. Ich weiß es nicht. Es ist weird. Und das weiß ich auch, dass das weird ist, dass man sich sowas überdenkt. Aber ich finde diese Startmusik hier echt seltsam. Okay, klein. Danke. Ich glaube, ein Part mache ich heute noch. Vielleicht schaffe ich das Gebiet ja auch noch in einem Part. Ich hoffe es, aber sicher bin ich mir nicht. Die Frage ist halt, wie lange sich das ziehen wird. Aber es länger als eine halbe Stunde geht. Je nachdem, wo ich halt bin, sage ich, ich höre hier auf und dann beenden wir es. Ich weiß, dass hier unten noch Drachen sind. Ich will hier echt nicht in die Drachen rein. Ich werde versuchen, den so weit ich kann auszuweichen. Die versperren halt höchstens so ein bisschen ja, Lage in Bezug auf Schätze. Ob es das wert ist, deswegen da runter zu gehen, ist halt die Frage. Weil noch was kommen wird. Ich sag, er trifft. Und dafür haben wir den Wurmtöter. Dieg, Angriff. Oh, wer hat ein Schwein gestartet? Das ist interessant. Okay, man kann dich noch retten, das ist sehr gut. Warum bekommt ihr sie überhaupt in so einem Kapitel? Sie kann nicht mal was machen. Sophia macht ja mehr Sinn. Nice, Stiefel erhalten. Ich überlege auch gerade, ob ich in meinem Run da alles mir geholt hatte. Bin mir nämlich nicht mehr sicher. So, der Bischof ist noch einmal mit seinem scheiß Schlafstab dran. Ich hoffe nicht.
Euer Scheiß Ernst. Gott fucking dammit. Wieso? Aber ohne Spaß, da frage ich mich echt, wie? Warum ist das RNG-System in diesem Spiel so schlecht? Und warum punisht es mich für alles, was ich mache? Das ist halt etwas, was ich nicht verstehen kann. Dann wo steht der? Das ist die Frage. Da ist die CPU auch ein bisschen überlastet. Irgendwas ist mit meinem Laptop gerade sehr seltsam. Ich habe mal gerade die Aufnahme durch neu starten. Und dann sehen wir uns sofort wieder. So, probieren wir es jetzt mal. Ach, ich gerade eine Minute Zeit gelassen habe, um zu gucken. Wird sich wahrscheinlich besser. Ich werde wahrscheinlich gleich nochmal Neuauflage der Aufnahme machen. Also die Qualität alles ein bisschen bei mir kurz runterschrauben. Was wahrscheinlich, ich glaube, das liegt so ein bisschen dran wegen dem Ganzen, was hier so ist mit dem Sand und so. Das wäre das, was ich mir denken könnte. Ich kann auch mal gerade was anderes machen. Wir wollen. So. Der Roy kann ihn killen, das ist das, was ich eigentlich wollen würde. Kann ich nicht heilen. So. Ja, ich sehe schon, kaum sind wir im Kampf, ist die CPU wieder runtergegangen. Es scheint so einfach diese Sandmap zu liegen. Durch die ganzen Partikel, die da rumfliegen. Ja, komm, Meisterbogen. Das ist nicht schlimm, wenn er ausweicht, weil es ist so ein Heiler. Aber er ist nicht ausgewichen, das ist ein Währungsgut. Was erwartet uns jetzt in diesem Zug? Oh mein Gott, Saul wird sterben. Oder auch nicht. Okay, der Bischof traut sich. Der traut sich. Ah, ich glaube, das wird sogar auch das erste Kapitel, wo wir mal kurz vor knapp beenden und im nächsten Kapitel. Im nächsten Part schon mit dem nächsten Anfang und so? Wahrscheinlich. Aber die Frage. Ja, wobei, jetzt könnte vielleicht sogar noch was sich hinauszögern, da ja noch was Bestimmtes in diesem Gebiet kommt. Und ich gehe nicht da lang, weil. Warum sollte ich das machen mit einer Heilerin? Na
Oh komm, ernsthaft? Warum habt ihr alle Waffen, um Sol anzugreifen? Stimmt, nächstes Mal müssen wir auch Lawns weiterentwickeln, weil wir einen Ritter bekommen haben. Ach komm, why not? Was die können, kann ich auch. Aber sie können ausweichen. Ich kann das bei Low Percent nicht. Verdammt. Kacke. Danke, Spiel. Ich mag diesen Bereich sehr. Der ist ja schön gestaltet. Da fehlen Map-Animationen. Oh, es ist einfach rotes Wasser. Kann ja sein. So, Elfie. Da kommen sie. Maggie, mein Süßer, siehst du die Gruppe hin? Die Wüste ziehen. Ja, aber selbstverständlich, Rose. Wir wollen nur ins versteckte Dorf, das hier sein soll, Maggie. Ach Gott, hier, du Rose. Da magst du recht haben. Aber liebster Maggie, wir wollen nicht im Sandsturm verloren gehen, oder? Aber sicher, Rose. Dann würden wir doch nicht sehr so nach Hause finden. Denkst du, wir sollten das Dorf dann aufgeben, Maggie? Mein liebster Ross, sollen doch tolle Schätze im Dorf sein. Na, das wollen wir doch nicht verpassen, oder Maggie? Natürlich nicht, Ross. Dann wären wir viel reicher zum Ausrauben von Reisenden. Aber ich will mich nicht verlaufen, Maggie. Liebster Ross, höre mich an. Wir müssen nur der Gruppe von vorhin in die Wüste folgen. Gott, warum mache ich das? Das führt uns bestimmt direkt ins Dorf. Welch graziöse Idee, Maggie. Und wenn wir das Dorf erreichen, danken wir ihnen, indem wir ihre Köpfe zerschlagen. Fantastisch, liebster Ross. Lass uns gehen, nicht wahr, Maggie? Na klar doch, liebster Ross. Dann verlieren wir keine Zeit, süßer Maggie. God damn it, was ist los mit denen? Oh scheiße, Klein, pass auf. Wenn der der Bischof genug Damage macht, okay, wenn er so angreift, wird er das tun. Tschüss, Klein. Na, oh. Alter, Klein, danke. Jedenfalls. Da unten sind jetzt zwei Berserker aufgetaucht. Maggie und Rose, die uns auch angreifen werden. Deshalb müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich kann auch was machen. Ja, super. Was ist das für Hitrate? Ich wollte nicht den Fackelstab benutzen. Jetzt muss ich es anders, weil es muss Astolfo mal ran. Ich hoffe, du triffst. Alles klar. Los, Roy. Ah,
wenn ich es besser wüsste. Okay, ich weiß es nicht besser, weil er es nicht kann. Ich wollte gerade sagen, die würde er auf Dings gehen, aber das kann er nicht. Ich könnte theoretisch mit Batterie warten, aber das will ich nicht. Ach du Scheiße, der doppelt. Wieso? Der echt so viel Speed. 14, okay, gegen 8. Ja, das macht schon Sinn. Und wir greifen einfach mal mit Sophia an. Why not? Oh, verfehlt. So ein Ärger aber auch. Fireball. Das Gute ist, die sind genauso schnell wie wir hier im Sand unterwegs. Also wenn ich kann, werde ich sie zeigen. One Mage. Das hört nicht auf. Scheiße, ey. Wie kommt denn da? Wirklich, ich habe so ein bisschen was vergessen von Verstärkungen und so. Wie zum Beispiel, warum ist da so viel? Warum sind da so viele Magier? Und was machen die in meinem Fire Emblem Spiel? Nein, das ist natürlich klar. Magier gehören dazu. Wo hat Piran bloß all die Magier her? Also Luth ist hier einfach der, der alles macht. Ich glaube, der Boss war ein Held, wenn ich mich richtig erinnere. Piran angehörter Söldner führte den Angriff in Nabata an. Er tut's immer noch. Oder wurde er gefeuert? Ist er, macht er das nicht mehr? Also. Kommt immer noch mehr. Oh, Scheiße. Alle Gegner haben hier eh so eine Sandlinse. Die können mich durch den Sand sehen, ich sie aber nicht. Man kennt es halt. Deswegen, ich weiß halt nicht, wo dann die beiden lang gehen, also Maggie und Rose. Vielleicht gehen die auch unterschiedlich, aber ich würde schätzen, dass die es beide jetzt auf Deke abgesehen haben, aufgrund, dass er halt hier steht und sie müssten halt da lang. Die sind alle viel zu weit weg noch. Es ist so weird, wenn sie keinen Sound dabei haben. Komm
Kleinen. Voran, ich hoffe nicht. Nee, ich dürfte knapp nicht dran kommen. Ja, kommt er nicht. Aber doch mit Roy. Okay, wait. Ich probier's noch mal. Aber wie gesagt, Save States und so. Deswegen, ich habe ihn ja nicht trainiert. Wir können erstaunt sein, wenn wir dann alles bald wieder haben. Oder wer alles trainiert, dann ist im späteren Verlauf. Ihr geht jetzt in die Richtung. Ich glaube, hier sind noch irgendwo Magier. Oder da in meiner Kette. Habt ihr vom Himmelsgott Delphi gehört? Es wird gesagt, dass er durch den Himmel rast und alles, was lebt, beschützt. Es wird gesagt, dass mit seinem Segen Weaver und Pegasus Ritter frei und ohne Gefahren fliegen können. Danke, alter Mann. Es sind viele verschiedene Dinge im Sand vergraben. Wenn du wirklich Glück hast, wirst du vielleicht etwas Gutes finden. Versuche, um die Knochen herumzusuchen. Nee. Aber ihr wisst ungefähr, worauf es noch sei. Ich weiß nicht, welche Schätze hier. Ich werde das am Ende des Parts nochmal kurz raussuchen. Und euch dann sagen. Wir haben wir noch im Kapitel tatsächlich. Da ist einer. Wo ist der andere? So, es ist eine Teufelsaxt. Bandit, der in der Nabata-Wüste lebt. Wie Paul und Jasmine. Das Ding ist, du kriegst ihn nicht tot. Das Lichtschwert gab es ja, aus der Lichtklinge. Na gut, Luth, du bist der Typ, der hier alles vernichtet in diesem heutigen Part. Mein Schwert ist unbezwungen. Wähle deinen Tod. Du wirst durch die Klinge sterben oder durch ihr Licht. Ziemlich stark, ich bin beeindruckt. Es ist mir eine Ehre, durch deine Hand zu sterben. Der Boss hat wenigstens ein bisschen Verstand. Das, oh, Luth, bitte nicht. Ich glaube, wir lassen die doch noch kommen, werden uns derer annehmen.
Während das passiert, werde ich mal in den Optionen kurz. So. Das wird jetzt im Hintergrund weiterlaufen, wenn ich kurz sehr viele Bilder öffne. Das Kapitel ist. Moment, jetzt kann ich wieder kurz. Also, das Kapitel ist hier noch zweimal vorher. Wir haben versteckt im Sand. Ist es hier unten, von da bis irgendwo hier, ein Schweigenstab. Dann haben wir den Talisman, der sich hier befindet, in dem Bereich, ab da bis dort. Dort kann ist der Talisman versteckt. Dann haben wir die Stiefel, die wir auch gefunden haben. Von hier bis dort. Hier dürfte sich die Stiefel ungefähr befinden. Dann haben wir als weiteres. Oh. Hier. Wenn erst habe ich diese Manaketen hier loswerden. Hier haben wir. Ach so, die Reichweite. Oh. Ich habe gerade nur hier. Nein, wir haben von hier. Von hier. Bis dort ungefähr. Ein. Ich habe gerade gar nichts gesehen. Lol. Wir sind Vollpfosten. Also wir haben hier eine Silberklinge. Wir hatten. Ich muss es nochmal zeigen. Hier den Talisman. Hier befindet sich ein Schweigenstab irgendwo. Also von hier bis ungefähr hier. Dann hier bis dort die Stiefel. Dann mal weiter im Text. Da unten, in diesem Bereich, ist eine Tempofeder. Nun diesen neuen Feld. Wahrscheinlich, weil auch da die Bosse auftauchen, das schwerer zu machen. Oh. Von hier bis da eine Silberkarte. Ich bin echt ein Held, dass ich das gerade so vermasselt habe. Von hier unten bis dort ein Teleportstab. Und das letzte. Oh. Da stehe ich gerade genau nicht. Etwas glitzert im Sand. Oh. Was für ein schöner Ring. Von hier bis da ein Leitstern. Da wisst ihr Bescheid. Saul, entwickle dich! Und er kann jetzt Lichtmagie benutzen. Super. Will ich das riskieren? Nicht ohne Rutger und Cecilia.
Ich hoffe, er crittet nicht, und wenn er crittet, dann sich selbst. Und sonst gehe ich mit Roy hierhin schon mal, um bereit zu sein, einzunehmen. Ich habe ja auch ein Safe Set gesetzt. Und da ist Maggie. Das ist ein Schwertmeister, oder? Nee, eine Hellebarde. So, okay. Was wird passieren? Oh Gott! Jetzt war ohne Scheiß, ich fasse es nicht, dass es getroffen hat. Okay. Oh je, meine Maggie, das tut weh, oder? Wir werden sehen. Das ist ein schlechter Start. Komm schon, Sophia, zeig mir, dass du was kannst. Ich bin enttäuscht. Gut, dann macht es Luft halt. Gute Güte, los, was für Schmerzen. Ja. Und ich will hier raus. Das war ein schwerer Kampf, aber wir haben gewonnen. Sophia, wo sind die Dörfler? Sophia, geht's euch gut? Stimmt etwas nicht? Eingang in den Tempel. Diese Tür? Die scheint mit Gewalt geöffnet worden zu sein. Was befindet sich im Tempel? Etwas, das wir als legendäre Waffe bezeichnen. Das ist ein Zauberbuch. Eine legendäre Waffe. Hier ist auch eine? Danach muss Piran also her sein. Sind wir zu spät? Sie ist doch hier, ich kann sie spüren. Na gut, holen wir sie uns. Wir können Piran vielleicht noch immer aufhalten. Ja, es geht ins X-Kapitel, ins Gaiden-Chapter, dadurch, dass Sophia überlebt hat. Und dann machen wir nächstes Mal weiter. Ich würde damit sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.